Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Sniper Elite Nazi Zombie Army. Wir sind immer noch im Vorplatz vom Reichstag, haben letztes Mal die ersten zwei Schlüsselfragmente für die Bibliothek gefunden und jetzt suchen wir uns die letzten zwei, nachdem wir da die Belagerung noch überstanden haben. Das war eh furchtbar lästig. Bevor ich lange um heißen Brei rumgehe, geht's weiter. Da nach vorne. Was bist du? Ein Suizidalzombie. Wow! Dich habe ich gar nicht gesehen, Kollege. Kommt da noch mehr? Ja, da kommt noch mehr. Komm, verreck. Nochmal. Komm. Jetzt sind wir nur auf dem Weg dahin, wo die Fragmente sind. Wir werden das erst wieder Belagerung ist. Oh. Gut, nochmal großes Durchladen. Und großes Plündern vor allem, wenn man weiß wieder nicht, wann der nächste Sammelpunkt kommt, also der nächste Checkpoint. Beziehungsweise Checkpoint ist der falsche Ausdruck. Das nächste. Wow. Übel. Sieht's ja richtig. Ja? Leck mich im Arsch, sieht's da aus. Und ich habe einen Goldbach gefunden. Ha! Was hat man hier sonst noch? So viel zum Thema Munition. Oho! Handmine. Okay, aber zumindest Scharfschützengewehr Munition ist voll. Hey, sieht's echt übel aus. Was haben sie sich denn da alle nur bei gedacht, hey? Wahnsinn. Und das auch noch unterm Reichstag. Ich hab mich getäuscht, oder sind wir von da nicht rausgekommen eigentlich einmal ursprünglich? Da ist noch einer. Und da drinnen. Können wir vielleicht in Slowmotion? Ja, kriegen wir. Wird er wenigstens auch schön? Oh, quer durchs Auge. Ja doch, der hat was. Der? Wird der auch gut? Alter, heute habe ich es irgendwie ein bisschen mit den Augen her. Leck mich am Arsch. Ich hab schon... Aber mir freut auf, ich hab schon lange keinen mehr von meinen Favorisierten gehabt von diesen... Oh nein, das ist ein Skelett. Ich hab's gewusst. Ich hab was gehört, was sich nach Skelett anhört. Hallo, Breck. Na also. Für dich tut das Scharfschützengewehr auch. Ach so, genau da, wo er in die Schussbahn läuft, bleibt er natürlich stehen. Blödes Opfer. Ah. Nach oben. Ah. Hat der einen Schürhaken in der Hand? Das ist manchmal echt interessant zum sehen, was diese Viecher nicht so alles mit sich rumschleppern, hey. Wow, und ihr habt's echt gewartet, bis ich die Tür aufmache, oder? Na, ja, wenigstens einer. Oh, schade, das hätte 2-for-1 werden können. Aber das haben wir ja schon mal gehabt, solange es nur Zombies sind. In Anführungszeichen nur Zombies. Kann man das Ganze ja wunderbar mit dem Scharfschützengewehr bearbeiten. Kann man was Interessantes? Nein, schade. Ist aber kacke, das hätte man eigentlich von unten sehen müssen. Immer von unten den Raum schon ausreichern können. Ah. Eigentlich ist langweilig, ja.
Jawohl. Das große Plündern wieder mal am Start. Ich hab nur immer ein verdammt ungutes Gefühl mit den scheiß Fragmente. Habe, wenn ich's gewusst hätte. Two for one, geil. Wo ist der hergekommen? Ah, von hinten auch noch, ihr Schweine. So. Hat man das Spielchen auch erledigt. Aber wo hatten die jetzt wieder aus der Kroche, hey? Die haben echt für Kakerlaken überall, Hans. Furchtbar. Oh, Leiche. Ah. Noch mal Munition. Es ist immer gut, Munition aufzusammeln. Man kann nie genug haben. Ah, ein Fragmentteil. Jetzt wird es aber irgendwie billig. Der Ripper Sticks über den Sticks sehr viel griechische Anmutung. Aber wieso sehe ich, dass das Ganze böse enden wird? Ich hab was gewusst, ich hab's gewusst, ich hab dich gehört. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Da ist er. Lauf weg! Jetzt explodier, los! Na also, geht doch. Da ist nichts drin, das wundert mich. Schade, man kann ein bisschen was finden zumindest. Gott, hier ist auch wieder Hannibal Lecter durchgegangen, hey. Bist du deppert? Und da ist der Safe Room. Ja, ist schön. Ich hab ein Schlüsselfragment gefunden. Und wo ist das letzte? Ah, oh, sowas nervt mich. Keine Zielangabe und gar nichts. Ha. Kann man da jetzt nicht suchen? Kann ich wenigstens, also diesmal war es praktisch, wenn aus irgendeiner Ecke ein paar Zombies ausbrechen, dann wüsste man wenigstens in die Richtung muss man gehen. Leck mich doch am Arsch, da war das Fragment 1. Wo sind's? Wo kommt da was? Wo ist das? Ah ja. Ein Hammer hat er dabei. Der Mann mit der Stiegranate, die immer fast sich oder Stiegranate in der Hand hat. So. Der nächste. Aber eigentlich, das, also so ein Treppenhaus ist perfekt zum Zombie-Abwehren. Haben wir richtig wunderbare Flaschenhälse. Sie müssen alle diese enge Passage durch. Oh, Dreck, das hört sich sowas von ungesund an. Und da ist schon mal nichts, das ist gut. Ah, frisst der sein eigenes Bein? Das sieht so aus. Leck mich am Arsch, der hat sein eigenes Bein gefressen, hä? Was geht denn mit dem Mist hier? Der hat echt sein eigenes Bein gefressen.
Ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir bloß so vor, aber ich habe ständig das Gefühl, die Viecher rühren sich jetzt auf einmal schneller, als wir sie schon wieder haben. War das kein 2 for 1? Das hätte eigentlich ein 2 for 1 sein müssen. Da haben wir doch gerade gesehen, dass da 2 umgefallen sind, oder? Hab ich mir jetzt so täuscht? Bist du deppert? Wo geht's lang? Wow, du Mistvieh! Von hinten! Oh! Verreck! Also. Oh, da sind noch mehr. Und ich Depp hab mich schon wieder in die Ecke gestellt. Wieso tue ich das immer wieder? Aber diesmal ging's. Beeindruckend. Diesmal ging's echte. Ja. Wie Munition voll. Das kann gar nicht sein. Doch, ich habe tatsächlich von allem genug aufgesammelt. Bist du Deppe? Boah, das letzte Fragment. Okay. Auf zum Versteck. Boah, cool. Das letzte Fragment gefunden. Passt. Und rein damit. Ja! Gut, dann geht's jetzt ab in die Staatsbibliothek und da müssen wir dann die, das Buch der Seelen, glaube ich, suchen. Ja, so hat's geheißen. Buch der Seelen. Mission voll. Checkpoint. Perfekt. Haben wir alles? Was haben wir hier? Thompson? Ne, die behalten wir über die MP44. Sehr kreative Safe Room. Woodley. Boah, das Ding ist allerdings übel. Das ist ja wie eine Handkanone. Das behalt mal. Das behalt mal. Dem könnte es echt noch lustig werden. Okay, Scharfschützengewehr. Und raus bei der Tür. Okay. Und Skelette. Ich hab's gewusst. Ich hör's. Verzeihung. Mein Hals spielt ein bisschen mit den Teilen wieder. Hallo, kommen Sie jetzt wieder einzeln. Ist ja klar, ich erzähl was von wegen endlich habe ich genug Munition und dann strömen einzeln die blöden Mistviecher da daher. Aber was will man machen? Was will man machen? Aussitzen und abknallen. Schlüssel platzieren. Und auf! Es ist auf! Auf! Aua! Es ist auf, verdammt! Die haben auch wieder hinter der Tür gewartet. Oh, ein 8 für 1 Kill. Der war allerdings geil. Benutzt man doch einfach mal unseren Colt. Boah, alter Schwede. Das Ding ist gemein. Aber irgendwie ein bisschen unpräzise, habe ich das Gefühl. Und es dauert ewig zum Nachladen. Es werden echt immer mehr.
Oh, und ein MG42-Schütze. Oh, oh, weg, 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 weg. Den müssen wir aus extremer Distanz bearbeiten, den Penner. Wo kommen sie jetzt her? Da ums Eck. Wo ist der MG42-Schütze? Da ist er. Der ist der allerwichtigste, der muss weg. Oh, wieder ein Streifschuss. Au! Und ich stehe an der Mauer, fällt mir gerade auf. Das muss ich irgendwie anders machen. Schädeldecke wegrasiert. Okay, hier nach vorn. Komm, komm, schneller. Wieso muss es immer in so einer Massenanlauf enden? Oh. Oh, verreck! Oh Gott, vorhin war ich so gut. Wieso bin ich jetzt so schlecht im Schießen? Das kann ja nicht sein. Ach, ein Nachzügler. Niedlich. Toll. Vorhin habe ich mich so gut eingeschossen gehabt, hey. Ah! Okay, nochmal. Hoffentlich spielen die halbschadig so mit, wie ich mir das vorstehe. Komm, ihr trifft ihn mehr als bloß zweimal ins Gesicht. Stirb! Wo ist er? Da ist er. Freck doch endlich! Du musst weg! Gott, wie oft denn noch? Ja, also. Wunderbar, jetzt können wir uns auf die Kleinen konzentrieren. So, geht das gleich viel besser von der Hand. Und der letzte. Oh Mann. Das war wieder ein Schock. Tür geht auf. Ach, Junge, was. Aber die Granate war echt heavy. Die Granate war richtig geil. 8 für einen. Die hat er mal genau das getan, was eine Granate tun soll. Waren es jetzt genug? Ich glaube, es waren genug. Ha! Wunderbar! Checkpoint! Aha. Ja gut, aber das war ein wunderbares Partende. Wir haben nämlich unsere Zeit 1a erreicht. Das nächste Mal finden wir dann auch hoffentlich das Buch der Seelen und werden die Deutschen davon abhalten, mit Zombies die Welt zu überrennen, weil Zombie-Nazis können grundsätzlich abgeknallt, aber das Thema hat man ja schon. Okay, naja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Element, wir sehen uns und ciao!